Hallo, ich heiße Niki und ich bin verliebt. Ich lernte es relativ früh kennen. Als ich 6 war, bin ich mal mit meiner Familie auf Skiurlaub gefahren. Eines Tages machten wir nach einem anstrengenden Skivormittag eine kurze Pause auf einer Berghütte. Ich öffnete, unwissend, dass in wenigen Momenten mein Leben auf den Kopf gestellt wird, die Speisekarte. Da erblickte ich sie. Meine Augen waren fixiert auf den Schriftzug, der sie lediglich als Germknödel mit Mohnstreusel anteaserte. Würden Sie sagen, es war Liebe auf den ersten Blick? Ich würde es jetzt nicht als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen, weil ich an sowas nicht glaube. Mehr als ein vorsichtiges Interesse. Ich musste einfach wissen, was sie ist. Und deswegen wandte ich mich schnurstracks an meine Mutter. Frau Mutter, oh Frau Mutter, was ist ein Germknödel, sprach ich. Sofort entgegnete sie mir warnende Worte. Sohnemann, hüte dich. Die Speise hat mit ihrer verführerischen Süße schon so einiges Mannsbild in ihren Bann gezogen und nicht mehr losgelassen. Und diese Warnung hat sie nicht abgeschreckt? Nein, ich musste sie einfach haben. Ich bestellte eine Portion und bereitete mich auf unsere erste Begegnung vor. Aus Sekunden wurden gefühlte Stunden und aus Minuten gefühlte Tage. Ich fing an zu schwitzen. Mir wurde übel. Ich schrie mindestens einmal und verspürte einen plötzlichen Drang zu fliehen. Doch genau in dem Moment, wo ich aus der Hütte hirschen wollte, kam sie mir entgegen. Sie war das heißeste Teil am Berg. Ihr süßer Duft brachte so manch treuen Ehemann auf unlautere Gedanken. Ihre Kurven unvergleichlich. Ihr Gang wie auf Händen getragen. Und ihre Mohnstreusel ähnelten den lieblichsten Sommersprossen. Sie nahm von mir Platz und wir tauschten schüchterne Blicke aus. Die Versuchung wurde jedoch schnell zu groß und ich beugte mich zum Biss vor. Das Leben hat einen Sinn. Warum lerne ich sie erst jetzt kennen? Und welche coolen Momente werde ich noch mit ihr erleben? Dies waren nur einige der Gedanken, die mir in diesem Moment durch den Kopf schossen. Sie war meine erste und sollte zugleich auch meine letzte sein. Ich ernähre mich seit 15 Jahren ausschließlich von Germknödeln. Ich bringe mittlerweile stolze 112 Tonnen auf die Waage. Ich habe Pickel am Fuß, ich höre Adele und Goodbye Deutschland ist meine absolute Lieblingssendung. Ich huste viel, aber das hat nichts mit den Germknödeln zu tun. Ui, das hört sich ja alles nicht so gut an. Wem sagen Sie das? Ich habe zuletzt meinen Kuckuck gesehen, da war Nelly Furtado noch ein Ding. Wie man sieht, Leute sucht überall. Was auf das harmloses Ausprobieren und kindliche Naivität beginnt, endet oft tragisch. Niki ist mittlerweile auf Entzug. Wenn er das Glück schafft, er noch den Absprung und die Rückkehr in das normale Leben. Es bleibt aber abzuwarten, ob diese Geschichte lediglich als gefährlicher Flirt untergehen wird oder ob Germknödel ein weiteres Träubchen ins Jenseits befördert.